Hallo Wassermann und herzlich willkommen zum neuen Wochenausblick. Wir schauen rein, was ist wichtig für dich zu wissen. Wir haben hier einmal den Neumondstier. Es ist Zeit, deine inneren Ressourcen zu erneuern und zu stärken, um deine finanziellen Bedürfnisse zu verbessern. Fördere deine Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung und damit auch deine körperliche Gesundheit, um an deine Ziele zu gelangen. Das bekommst du schon mal vom Orakel. Und dann gucken wir mal in die Grundenergie der neuen Woche. Liebes Universum, was ist hier wichtig für den einen oder anderen Wassermann? Oh. Es geht um Lebenslust, es geht auch um die Liebeslust, es geht um ja, Herzvisionen könnten eine Rolle spielen. Wir haben die Lupe, es gibt etwas, was näher zu betrachten gilt. Und wir haben hier eine Herausforderung, die gemeistert werden möchte. Vielleicht auch eine Blockade, ein Stillstand. Aber dieser Stillstand hat in der Regel immer eine Bewandtnis. Also wenn es in irgendeiner Angelegenheit nicht weitergeht, hast du entweder nicht genug getan oder du bist auf dem falschen Weg. Ja. Wir gucken mal rein ins Tarot, liebes Universum. Ah, Geschick nutzen, dir nichts stehlen lassen, fällt hier raus. Gerade wenn es um das Thema Herzvisionen geht, beziehungsweise auch um Lebenslust und Liebe, heißt es hier, achte darauf, dass dir nichts geklaut wird. Hier ist so ein bisschen Betrug in einer Angelegenheit drin. Und mit dem Buben der Stäbe ist hier auch ja, so ein bisschen eine hitzköpfige, rebellische, bockige Energie drin. Sehr ungeduldig. Es fühlt sich an wie ein Risiko, aber nicht wie ein Risiko, was eingegangen werden möchte. Wie gesagt, in einer Angelegenheit. Hallo Tigerli. da darfst du auf jeden Fall... Nimm mal deinen Poster hier weg. Da darfst du auf jeden Fall einmal genauer raufschauen, was da eine Rolle spielen könnte. Ja, wo du dich vielleicht betrogen fühlst in einer Angelegenheit. Also 7 der Schwerter ist immer so, nutze dein Geschick, ne? Lass dich nicht täuschen. Hier ist ein Teilerfolg drin, eine Angelegenheit, aber es fühlt sich eher an wie so ein Konkurrenzkampf, ne? So nach dem Motto, yeah, ich habe gewonnen. Und hier halt wirklich eine rebellische, hitzköpfige Energie. Das ist so ein bisschen, du willst etwas haben des Habenswillens, aber nicht, weil es dich irgendwie erfüllt. Ja, gerade wenn hier eine frische, neue Person reinkommt, achte da bitte drauf, diesen Menschen nicht zu verletzen, indem du einfach nur ein Ziel erreichen möchtest, weil du vielleicht mit irgendeiner anderen Person in Konkurrenz stehst und ihr beide um den gleichen Menschen buhlt. Ja, drauf achten. Wir haben die 3 der Münzen. Den Teufel. Also, zum einen bedeutet es hier schon in gewisser Art und Weise, dass du hier an deiner Qualifizierung arbeitest. Ja, 3 der Münzen. Du qualifizierst dich für etwas. Es geht hier auch um Teamarbeit, um Zusammenarbeit. Es geht um Ausbildung, ne, Weiterbildung. Es geht um deine Talente. Es geht um deinen Beruf, deine Berufung. Grundsätzlich auch darum, wirklich eine durchdachte Planung zu haben. Wie ich schon sagte, ne, wenn du an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst, hast du nicht genug getan. Also hier ist auf jeden Fall dieses nicht genug getan drin. Da wird jetzt so ein bisschen dran gearbeitet. Das ist die Herausforderung in der neuen Woche. Vor allen Dingen, weil der Teufel auch, jetzt mal unabhängig von den Schattenthemen, auch für die eigenen Fehler steht natürlich. Aber auch dafür, dass du jetzt lernen darfst, vielleicht eine neue Disziplin in einer Angelegenheit an den Tag zu legen. Ja, gerade weil wir hier auch noch so ein bisschen diese bockige, rebellische und dementsprechend ungebündelte Energie auf dem Tisch liegen haben. Also in irgendeiner Angelegenheit hast du hier irgendwas ja, nicht richtig gemacht. Und das sorgt jetzt eben halt für eine Stagnation. Ja. Was bekommen wir denn noch hier für den Steinbock? Oh, hier ist eine falsch rum drin. Das geht natürlich so nicht für den Wassermann. Eine bitte noch für den Wassermann. Der Magier.
Ja. Nach dem Erkennen der Probleme kommt auch schon direkt die Lösung. Und zwar für beide Angelegenheiten. Also du bist in einer sehr erkenntnisreichen Woche. Zum einen kommt mit der Magier deine Schöpferkraft zurück. Ja. Du hast nicht mehr diese Angst, dass du Angst vor deiner Schöpferkraft hast. Ja, das ist nämlich auch der Mogel der Stäbe auf dem Kopf, sondern ganz im Gegenteil, hier kommst du auch wieder in deine Schöpferkraft rein. Du kennst deine natürlichen Talente, deine natürlichen Fähigkeiten und die möchten gerne eingesetzt werden. Wenn du ein Organisationstalent bist, dann nutze das. Wenn du jemand bist, der wunderbar multitasking kann, nutze das. Wenn du auf irgendeinem Gebiet besonders bist, dann nutze das auf jeden Fall für deine, ja, für dein Vorankommen. Ja, die drei der Münzen, die stehen nämlich auch dafür, dass es darum geht, hier deine Elemente zusammenzubringen, dass du ein Gleichgewicht schaffst zwischen Inspiration, zwischen deinen Ressourcen und deinen Fähigkeiten. Sprich, ich nehme mal wieder das Thema Kartendeck, weil es einfach so repräsentativ ist, ja. Kannst du zeichnen, hast du die Fähigkeiten, ein Kartendeck zu machen und hast du auch die Ressourcen. Sprich, du musst natürlich ein paar Sachen kaufen, um so ein Kartendeck herstellen zu können. Wenn diese drei Elemente zusammenkommen, dann kannst du daraus etwas schaffen. Und so ist es auch, was jetzt hier in dieser Woche abgefragt wird letztendlich. Deswegen auch die Blockade, deswegen die Stagnation. Deswegen, weil es etwas zu lernen gibt. Ja, ein Berg ist immer eine Aufgabe, wo es darum geht, dich weiterzuentwickeln. Über den Tellerrand hinauszuschauen, weil oben auf der Bergspitze kannst du natürlich auch das große ganze Bild angucken. Und der Magier steht zum einen für das Thema neuer Job oder auch neue Beziehung. Auch das spielt eine Rolle, gerade weil wir hier diese Thematik haben und es kommt dann wieder mit den vier der Kelchen zusammen. Möchtest du nur jemanden haben des Habenswillens, um jemandem eins auszuwischen? Oder ist es einfach für dich so eine Thematik gewesen? Ich muss das einfach ansprechen, weil ich da durchaus aus meiner Jugend her eigene Erfahrungen gesammelt habe. Ja, ich war in meiner Jugend auch kein unbeschriebenes Blatt, ganz im Gegenteil. Ich wollte auch manchmal, hallo Katerli, ich wollte auch manchmal jemanden einfach nur des Habenswillens haben und führte dann natürlich dazu, wenn ich das hatte, dass es für mich uninteressant war. Ja, wie ein kleines Kind, das sein Spielzeug sein Spielzeug bekommen hat und dementsprechend ja, dann bedient war, an seinem Ziel war und das uninteressant war, ja. Und weil wir hier die vier der Kelche haben, das ist letztendlich ja die Reflexion. Schauen, wo bist du emotional gestrandet? Auch hier Stagnation. Hier ist die verpasste Gelegenheit für Fülle, ja. Nicht zu schätzen, was man hat, auch das sind die vier der Kelche. Grundsätzlich ist hier eine Ernüchterung und dementsprechend auch ein Rückzug deinerseits, um einfach erstens Apathie wieder rauszunehmen und dich zweitens auch aus dieser Krisenenergie herauszuholen. Ja, also ist schon ein bisschen eine schwierige Woche, aber denk dran, es ist eine kollektive Legung. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Wenn du dich hier nicht wiederfindest, ist das völlig okay. Kannst du weiter scrollen, ja? Und nimmst es auch nicht mit für dich. Letztendlich sind mir natürlich auch in gewisser Weise die Hände gebunden, weil wir hier keine private Legung haben, ja? Denk da immer dran, ihr Lieben. Also für irgendjemanden ist es wirklich auch so ein bisschen Reflexionswoche, Erkennenswoche, so kann man es sagen. Ein bisschen Selbstfindungswoche, ja, sich die eigenen Fehler so ein bisschen einzugestehen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, hier mit Liebesvisionen und Erwachen des Herzens und auch natürlich der eigenen Wünsche und Träume letztendlich auch in die Erfüllung gehen zu können. Weil Fülle möchte reinkommen, das Potenzial für Fülle ist auch da, aber irgendwie verbockt es hier irgendjemand doch immer wieder selbst. In dem Sinne verabschiede ich euch jetzt in die neue Woche und wünsche euch eine schöne neue Woche, unabhängig davon, ob ihr euch hier wiedergefunden habt oder nicht. Sage Dankeschön fürs Zuschauen mit Unterbrechung und freue mich auf die nächste Legung mit euch. Dankeschön fürs Liken, Kommentieren und auch vielleicht fürs Abonnieren. Ich sage Danke.